Guck mal, wie viel ich davon schon geguckt habe. Ich bin süchtig nach der Scheiße, Alter. Willkommen! Ist es Kyle Freezy? Wirklich leid, dass ich das sage, aber das ist eine dumme Aussage. Die Nee, Digga, das ist eine Stirn, auf der du ein Flugzeug landen kannst. Ich hab nämlich auch so eine. Scheiße. Alter, das ist echt eine große Stirn. Fuck, Alter. Bro! Das ist safe der Berliner Flughafen, Mann. Mehrmals gehört habe. So, nur weil meine Eltern einen komplett anderen Kontostand haben als andere Eltern, heißt es nicht, dass meine Eltern was Besseres sind. Nur weil ich über 500 Euro monatlich ausgeben kann für Klamotten, heißt es nicht, dass ich was Besseres bin, dass ich gut dastehe. Ich bin für alles dankbar. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass ich bodenständig erzogen worden bin, dass meine Regel Nummer 1. Du wirst nicht dadurch bodenständig, weil du sagst, dass du bodenständig bist, lul. Eltern mir auch beigebracht haben, dass das normal ist. Und wisst ihr was? Weird Flex, Alter. Geld sagt nicht immer alles über eine Person aus. So, klar macht Geld irgendwo einen Menschen glücklich, aber ich Digga, mal real talk jetzt. Das ist cringige Scheiße as fuck. Ich weiß nicht, wer sie gefragt hat. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommt, so ein Statement daraus zu hauen. Aber können wir uns bitte darauf einigen, dass einfach Leute, die viel Kohle haben, nicht darüber reden sollten, dass sie bodenständig sind oder so eine Scheiße oder das Geld nicht glücklich macht oder so. Digga, du kannst doch gar nicht beurteilen, wenn du so viel Kohle hast, wenn du jeden Monat 500 Euro oder so bekommst von deinen Eltern, wenn du die in den Arsch geblasen bekommst, was nimmst du dir raus, überhaupt irgendwie zu erzählen, dass du weißt, wie es dich anfühlt, auch mit wenig Geld klarzukommen? Mann, du hast einfach Glück gehabt. Siehst doch einfach rein und Guss ist, Alter. Ohne Witz, hätte ich mit 13 Jahren 500 Euro im Monat gekriegt oder wie alt die Alte ist, dann wäre ich auch durchgedreht. Also, come on, Alter. Ich weiß auch, dass das alles anders sein könnte. Ja, aber ist es nicht! So, und wenn du eine Person verlierst, bringt dir Geld auch nichts. Geld bringt dir die Person nicht wieder. Digga, sag dir die 13-jährige Laura, deren krassester Verlust bis jetzt der Hamster war. Wow! Die hat schon richtig Scheiß erlebt, glaubt es mir. Die weiß richtig, was abgeht, Alter. Also, frag mich sowas, das ist. Ei, Digga. Ich finde das immer so schlimm, Alter. Ich finde es immer so schlimm, wenn irgendwelche 13-jährigen Leute ankommen und ohne. Ach komm. Leute, ich gucke hier gerade, Angelcamp gucke ich hier gerade. Weiß jemand, wie ich den Livestream hier vorspulen kann? Wie geht das? Kann mir das jemand zeigen? Das ist doch mal eine gute Idee. Ratten, datten, 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 Baschkalabagma. Ketchup. 10 von 10. 9 von 10. Reis, okay. 4 von 10. Ist das Bumerde? Ich bin eine Frau, aber wäre ich ein Mann, würde ich dir jetzt sagen, Alter, lutsch mein Schwanz. Digga, wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu machen? Wie kommt man denn auf die Idee? Also, bitte, ich will einfach bei 90% der TikToks, will ich einfach wissen, wie kommt man auf die Idee, sein Handy in die Hand zu nehmen und sich so zu denken, Digga, jetzt erstmal einen TikTok machen als Frau, wo ich den Leuten sage, hätte ich einen Schwanz, würde ich sagen, lutsch mir den. Digga, soll ich mich jetzt auch hinsetzen? Ich mache jetzt auch TikTok. Ey, yo, ich bin Broski, ich fühle mich ziemlich lit. Wäre ich eine Frau, würde ich sagen, lutsch mir meine Klit oder was? Hä? Was? But I'm not a rapper. Alter! Warum? Also. Also bitte! Warum? Warum? Mit wem denkst du, dass du sprichst? Kann der Roman klar, man, wer denkst du, wer du bist? Switch
noch weiter! Es geht auch noch weiter! Oh nein, sie... Mit wem denkst du, dass du sprichst? Alter, komm mal klar, Mann, wer denkst du, wer du bist? Und nochmal, wäre ich ein Mann... Oh nein! Nadine! Immer wenn ich lach und immer wenn ich wein, gebe ich einen Fuck, Baby, komm, lass mich allein. Wir waren mal ein Paar, das ist es besser, du gehst deinen Weg und ich gehe mein. Geh mal tanzen, sofort! Es hört einfach nicht auf. Warum hört es nicht auf? Kann das mal aufhören? Es hört immer noch nicht auf. Es hört immer noch nicht auf. Hör mal auf. Du gehst aus dem Kampf als Sieger. Lass dir von niemandem was sagen, denn du bist ein Krieger. Auch mal Verlierer. Alles, was ich will, bist du. Diddle dumm, diddle dei, ist dann noch ein Platz frei. So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Digga, ich verstehe es einfach nicht, ne? Die Lehrerin fragt in die Klasse, was sind eure Väter alles so von Beruf? Alle reden durcheinander, Polizist, Metzger, Feuerwehrmann. Nur der kleine Jochen starrt auf den Boden und sagt kein Wort. Sagt die Lehrerin, Jochen, was ist denn dein Vater von Beruf? Mein Vater tanzt in einem schwulen Club an der Stange. Und wenn die Leute ihn gut bezahlen, geht er noch mit ins Hotel. Da sagt die Lehrerin, das gibt's ja gar nicht. Schickt alle Kinder raus und bleibt mit Jochen alleine und sagt, Jochen, stimmt das denn, was du gesagt hast? Nein, nicht wirklich. Eigentlich war es mir nur peinlich zu sagen, dass er Fußballprofi bei Schalke 04 ist. Sogar meine Absätze sind... Ach du Scheiße. Okay, der war. Ja. Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach schweige, oder? Ich kann es nicht retten. Und höher ist dein Niveau und ich trage Sneakers. Auch tot, instant.
einfach sich zu schweren. Alter, es ist echt zu wild. Es ist wirklich zu wild, was hier abgeht. Fuck. Wie heißt dein Dorf? Pommel! Oh Gott, die Schalke-Fans kommen nicht gut weg. Ne? Die Schalke-Fans kommen in der TikTok-Cringe-Compilation nicht gut weg. Wie heißt dein Dorf? Pommes! Beschreibe dein Dorf in einem Wort. Pommes. Was ist das Beste an deinem Dorf? Pommes. In deinem Dorf riecht es nach... Grünkohl!